Regisse ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Eis, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist ein Teil der legendären Giganten. Regisse ist ein Golem-ähnliches Pokémon, welches hauptsächlich eisblau auftritt. Es ist eine Konstruktion aus Eisblöcken verschiedener Größen und Formen. Der größte Eisblock definiert hierbei seinen Körper. Er verläuft nach oben hin spitz zu. Auf der Vorderseite befinden sich ein Gesicht aus 7 gelben Punkten, wovon 5 in einer waagerechten Linie angerichtet sind und sich jeweils einer mittig darunter bzw. darüber befindet. Auf der Rückseite tragen insgesamt 4 längliche Eistöpfe nach links und rechts hinten. Die Arme von Regisse sind 2 große breite Eisbrocken mit je 3 kleinen an den Enden, welche die Finger darstellen. Die Füße sind kegelförmig und durch 2 schmale Platten, welche die Beine bilden, am Körper befestigt und in der shiny Form hat der sonst eisblau gefärbte Körper einen türkiseren Stich. Regisse ist ein langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine überdurchschnittliche Verteidigungsfähigkeit gegen spezielle Attacken aus. Sein Körper ist von einer eiskalten Luft umgeben, sodass sich jedes sich nähernde Lebewesen sofort einfriert. Feine greift es mit Eisattacken an und schießt beispielsweise einen Eisstrahl auf sie oder erzeugt einen schmerzhaften Eissturm. Auch ist es fähig, Attacken anderer Typen einzusetzen und schadet Gegner mit einem starken Hieb durch die Kampfattacke Hammerarm oder indem es Blitzkanonen schießt. Regisse besitzt die Fähigkeit Neutraltorso, welche es vor Senkungen der Statuswerte schützt. Durch seine versteckte Fähigkeit Eishaut kann das Eisberg-Pokémon Hagel nutzen, um seine Kraftpunkte zu regenerieren. Regisse ist ein Pokémon, das in den Legenden der Höllenregion auftaucht. Es ist in kalten Ruinen aufzufinden. Man sagt, es hätte jahrtausende lang im ewigen Eis geschlummert und sein Körper sei während der Eiszeit aus dem Eis der Antarktis entstanden. Er ist unschmelzbar und selbst Magma kann ihm nichts anhaben. Der Körper dieses Pokémon ist so kalt, dass selbst die Luft seiner Umgebung eine Temperatur von minus 200 Grad erreicht. Diese äußerst kalte Luft kann es kontrollieren. Geschichten über Regirock, Regisse und Registeel, auch bekannt als die legendären Giganten, tauchen bereits in der Antike auf. Sie traten in Kontakt mit den Ureinwohnern der Höllenregion, die in dem Höhlensystem lebten, das heute als die Siegelkammer bezeichnet wird. Ob sich diese Höhle bereits zu den Lebzeiten der damaligen Menschen unterhalb des Meeresspiegels befand und somit beispielsweise nur über Tauchen oder ein anderes Tunnelsystem erreichbar war, ist nach heutigem Wissensstand unbekannt. Lediglich die verschlüsselten Braille-Schriftzeichen, die in Steinen der Höhlenwände gemeißelt wurden, zeugen heute überhaupt noch von der Existenz der Ureinwohner. Es ist aus den antiken Inschriften nur so viel bekannt, dass sie in sehr engem Kontakt mit den Pokémon lebten. Auch interagierten sie mit den 3 legendären Pokémon und die Kräfte der Pokémon revolutionierte ihr damaliges Leben. In einer antiken Inschrift der Siegelkammer heißt es sogar, dass man diesen Pokémon alles verdankte. Dort wird sogar von ewigen Pokémon geschrieben, wobei unklar ist, ob von Regigias oder den 3 Giganten die Rede ist. Doch sie hatten auch große Angst vor den Pokémon und sperrten sie einzeln in 3 Ruinen ein, die man im Anschluss versiegelt hat. Die Standorte der Ruinen wurden so ausgewählt, dass sie zum einen über das ganze Land verstreut und zum anderen möglichst weit von der Zivilisation weglagen. Die 3 Siegelorte sind heute noch zu besichtigen und als Inselhöhle, Grabmal und Wüstenruine bekannt. Jährlich werden sie von unzähligen Ruinen-Manages und Abenteurern aufgesucht, die deren Geheimnis lüften wollen. Ob die 3 Ruinen jedoch natürlichen Ursprungs sind und man lediglich eine zweite Kammer für die Versiegelung erschuf, ist unbekannt. Die Tatsache, dass vor kurzer Zeit ein Regigias in den tieferen Eisschichten im Boden der Inselhöhle aufgefunden wurde, spricht eher für die erste These der Forscher. Damit die Giganten auch tatsächlich nicht aus ihren Versiegelungsorten ausbrechen konnten, trafen die damaligen Menschen mehrere Sicherheitsvorkehrungen. So kann der Zugang der 3 einzelnen Versiegelungsorte nur über einen doppelt gesicherten Mechanismus in der Siegelkammer auf Route 134 geöffnet werden. Jeder der 3 Orte ist zusätzlich in 2 Kammern aufgeteilt, in deren hinteren Kammer das legendäre Pokémon eingesperrt ist. Und die hintere Kammer zu öffnen, ist ein weiterer geheimer Mechanismus in der Vorkammer zu betätigen. Dass die 3 Giganten generell in antiken Ruinen eingesperrt sind, ist jedoch keine Besonderheit der Höllenregion. Auch in Sinnoh und Einal sind vergleichbare Siegelkammern bekannt. Ihren Ursprung haben Regirock, Regisse und Registeel im Urgigant Regigias, einer alten Legende Sinnohs zufolge, formt es einst die 3 Pokémon nach seinem Abbild
aus Lehm, Felsen, Magma bzw. einem Eisberg. Um diesen Schöpfungsprozess zu huldigen, errichtete man dem Urgigant in Blitzach den Blitzach-Tempel. Später wurde bekannt, dass zwei weitere Giganten existieren. Alle fünf legendäre Giganten bilden verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte ab. Regirock die Steinzeit, Regisel die letzte große Eiszeit, Registil die Eisenzeit, Regidrago das Mittelalter und Regilek die Neuzeit mit der Nutzung elektrischer Energie. Dabei hat Regisel wie die meisten legendären Pokémon keine Vorschule und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typen Eis nimmt es halben Schaden gegen Eisattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Stahl, Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.